Die sogenannten Demokraten wollen mit ihrer Verschärfung des Waffengesetzes nicht euch, sondern sich selber schützen. Gewagte These, oder? Bleibt dran! Frau Faeser möchte nach ihrem medial inszenierten Reichsbürgerputsch der Rollator-Fraktion und dem Überfall von Migranten auf unsere Sicherheitskräfte in der Silvesternacht nun das Waffengesetz noch mehr einschränken. Dabei ist es schon eines der eingeschränktesten weltweit. Aber ergibt es überhaupt Sinn? Waffen dienen nicht nur dem Angriff, sondern der Verteidigung. Waffen führen insbesondere, wenn sie nur von einer Seite benutzt werden, zur Unterdrückung. Unterstellt wird, dass Waffen zu erhöhter Kriminalität führen. Aber was, wenn ich euch sage, dass das gar nicht stimmt? Zypern, das Land in Europa mit den meisten Waffen pro Kopf, hat die wenigsten Diebstähle und mit die wenigsten Straftaten in ganz Europa. Polen, das Land mit den wenigsten Waffen, hat mehr sexuelle Straftaten und mehr Diebstähle als Zypern. Estland, Lettland und Litauen haben durchschnittlich wenige Waffen und trotzdem die meisten vorsätzlichen Tötungen. Die Schweiz, als eines der Länder mit den meisten Waffen, hat mit die geringste Rate an vorsätzlichen Tötungen. Mit anderen Worten, der Waffenbesitz sagt über die Sicherheit eines Landes wenig aus und die innere Sicherheit hängt nicht mit dem Waffenbesitz, sondern mit den Leuten zusammen, die ein Land bewohnen. Und davon leitet sich jetzt eine ganze Arie an typisch sozialistischer Propaganda ab, der wir in Deutschland fast alle erlegen sind. Wer sagt, dass der Staat Waffen gut und die Bürger Waffen schlecht einsetzen? Wer sagt, dass Bürger die Waffen nicht im Sinne von Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen würden? Wer sagt, dass Selbstjustiz nicht rechtens sein kann, dass man sich nicht selbst verteidigen, sondern das lieber anderen überlassen soll? Warum ist es abwertend, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen? Und da kommen wir jetzt zum Unterschied zwischen Sozialisten und freiheitlich denkenden Menschen. Sozialisten wollen einen starken Staat, der über die Bürger zum Nutzen der Sozialisten bestimmt. Aus Sicht von freiheitlichen oder rechten Menschen entmündigt das die Bürger. Sie wollen ihre Sache selbst bestimmen und erledigen und der schlanke Staat soll ihnen dienen. Und daraus leitet sich auch der Konflikt in der Gesetzgebung ab, der von sozialistischer Propaganda überschattet wird. Erstens. Aus Sicht eines Tyrannen ist es perfekt, eine unbewaffnete Bevölkerung zu haben, denn dann kann man die Bürger schon mit den kleinsten willkürlichen Maßnahmen einschränken. Herumkommandieren, geistig vernebeln, ihnen ihre eigenen Kinder entfremden, ihnen trotz Meinungsfreiheit den Mund verbieten, ihnen über mediale Propaganda ihre eigenen Gedanken schlechtreden, sie mit immer höheren Steuern versklaven, die man dann großzügig Wildfremden oder wahlweise auch den eigenen Funktionären schenkt und die eigenen Bürger durch Vetternwirtschaft und Parteienkartelle mehr und mehr entrechten. Und das Beste ist, dass die Bevölkerung dann nichts anderes machen kann, als sich über die Unterdrückung zu beschweren. Dann baut man sich noch einen Zaun ums Parlament und hält sie sich auf ihre eigenen Kosten mit Leuten, denen man selbst die Erlaubnis zum Waffenbesitz gegeben hat, vom Leib. Zweitens. Wer waren die größten Massenmörder der Geschichte? Mao, Stalin, Hitler, in der Reihenfolge. Die größten Massenmörder der Geschichte waren also Anführer von Staaten. Wäre es im Interesse dieser Massenmörder, die Bevölkerung zu entwaffnen? Oh ja! Denn eine bewaffnete Bevölkerung ist das beste Rezept gegen übergriffige Staaten. Und damit die Staaten nicht auf dumme Gedanken kommen, ist es gut zu wissen, dass nicht nur sie, sondern auch ihre Bürger die Möglichkeit auf Machtentfaltung haben. Denn das Militär ist immer kleiner als die Gesamtbevölkerung. Wenn der Staat jemals eine Armee aufstellen würde, die die Bevölkerung bekämpfen soll, dann wäre das unmöglich, wenn die Bürger bewaffnet wären. Thomas Jefferson, der dritte US-amerikanische Präsident und Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung, sagte: Freiheit ist, wenn die Regierung die Menschen fürchtet. Tyrannei ist, wenn die Menschen die Regierung fürchten.
Drittens. Wenn es viele Waffenträger in einer Gemeinde gibt, dann haben es Verbrecher schwerer und nicht leichter. Wenn ihr ein Verbrecher wärt, würdet ihr dann lieber in ein Haus einsteigen, wo ihr wisst, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass dort jemand mit einer Waffe auf euch wartet? Würdet ihr als Räuberbande lieber nach Deutschland mit strengen Waffengesetzen oder in die Schweiz mit freiheitlichen Waffengesetzen fahren? Die Deutschen sind für Verbrecher wie Freiwild. Verbrecher lassen sich nicht entwaffnen. Wer entwaffnet wird, ist der rechtschaffene Waffenbesitzer, der dann andere und sich selbst nicht mehr vor den nicht entwaffneten Verbrechern verteidigen kann. Aber weil bei uns die Sozialisten so lange schon an der Macht sind, wird über diesen fehlenden statistischen Zusammenhang seit Jahren mit Propaganda hinweggetäuscht. Denn wenn man die eigenen Bürger beherrschen will, dann ist es am besten, wenn man jeden, der für den Besitz von Waffen eintritt, als potenziellen Gewalttäter, Aggressor, Faschist, Reichsbürger und noch sinnentfernter einfach als Rechtsbrandmarkt, damit sich ja keiner mehr zu Wort melden traut. So schafft man es, den eigenen Trieb nach Herrschaft, Waffen und Gewalt zu verschleiern und ihn stattdessen den Notleidenden der selbstgeschaffenen fehlenden öffentlichen Sicherheit in die Schuhe zu schieben. Unsere Regierung fördert eine Massenmigration aus Ländern, in denen Steinigung für Lappalien, Enthauptung und Sexsklavenhaltung erlaubt sind. Ja, von der dortigen Bevölkerung sogar in weiten Teilen mitgetragen wird. Und wenn dies für die innere Sicherheit des aufnehmenden Landes, in dem Fall Deutschland, offenbar keine gute Idee ist, entwaffnet die Innenministerin lieber die eigenen Bürger, damit diese sich auch ja nicht gegen Übergriffe wehren können. Jeder weiß, dass wenn es wirklich um die innere Sicherheit ginge, hätten die Großparteien nicht die Waffengesetze, sondern die Gelddruckorgien der EZB, die Abschaltung der Atomkraftwerke und eben auch die illegale Massenmigration verhindert. Aber das könnte man auch ganz anders sehen. Kann es sein, dass den Politikern die eigene Bevölkerung einfach nur egal ist, sondern dass der geplante burgmäßige Graben vor dem Reichstag, die rechtliche Mauer, die unsere Unternehmen am Wegzug hindert und die Waffenverbote in der Weitsicht der sozialistischen Herrscher begründet sind? Weil sie wissen, dass ihre Politik der nächsten Jahre uns verarmen wird und sie das trotzdem durchziehen wollen? Jedenfalls ist unsere Bevölkerung gerade am Wachwerden und das ist gut, denn, ich zitiere Goethe, niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein. Dieses Video wurde friedlich präsentiert von Cassandra Sommer, der Bastion gegen die gegenwärtige Volksverdummung, dem Anker des gesunden Menschenverstands und der unbeirrbaren Verteidigung der Freiheitsrechte in einer immer übergriffigeren Gesellschaft.